riesen Applaus. Jetzt kommt die Bandbreite und danach kommt ein Whistleblower aus den Banken, Havel Friedmann. Hallo Leute, es ist wirklich unglaublich. Kann man nichts da draußen hören? Bin ich gerade zu vernehmen, das ist wunderbar. Ja, ich habe mich gerade mit dem Frank Höfer von Nube Wiese unterhalten. Wir haben uns vor 7 Jahren kennengelernt. Auf einer Demo in Brüssel für die Aufklärung von 9-11. Und es ist unglaublich, dass es nur 7 Jahre sind. Und jetzt stehen hier 5000 Menschen auf dem Potsdamer Platz für Aufklärung, für Frieden. Das ist ganz fantastisch. Herzlich willkommen in meinem Traum. Dankeschön, dass es euch gibt. Das Finanzsystem. Wie werden wir hier überhaupt ausgezogen? Wie funktionieren diese Mechanismen? Wie geht das mit dem Geld? Gute Frage. Eigentlich ist es viel einfacher, als man glaubt. Aber die wenigsten sind darüber in Kenntnis. Stell dir das Finanzsystem vor wie einen Pokertisch. Unternehmer sind die Spieler, Bank verteilt die Pokerchips. 10 Stück auf Haus vom Spiel, doch sie will nach zurück. Zinsen nimmt sie das nach jeder Runde einen Chip. Und keiner der hat Glück oder ist der geschickt. Gewinnt, bezahlt sie 11 Chips und legt noch was zurück. Aber ein Gleichgewicht, da kann ihr nie entstehen. Bei den Verlierern zum Bezahlen einfach die Steine fehlen. 100 Steine sind im Spiel, 110 will sie zurück. Das ist der Punkt, an dem die Bank uns allesamt betrügt. Es wird sehr bald im Spiel den Monopolisten geben. Der beschwert sich nicht den ersten, mächtig und zufrieden. Daneben 2, 3, die ebenfalls im Haben stehen. Während der Rest am Tisch mit einem Bein im Sarge steht. Das Spiel muss weitergehen. The show must go on in Form der Bank, die einfach mit neuen Krediten kommt. Kommt alle zusammen, wir müssen sprechen, um die Macht der Banken zu brechen. Stopp dem legalisierten Betrug, es ist genug. Und jetzt sind wir am Zug. Jetzt stell dir vor, dass diese Spieler am Tisch einfach alle sind in diesem Land. Also du und ich, die 99%, denen ihr Unglück rennt, denen man noch unterstellt, sie wären faul am Pen. Es droht die Insolvenz, doch Marktwirtschaft sozial ist unser Staatsmodell. So dass der Staat dann zahlt, ist er auch voll am Arsch. So kriegt er doch Kredit, weil er nicht über Geld, aber über uns verfügt. Er verwertet im Ersten unsere Wälder und Seen, verkauft unsere Theater und das Wasser in Berlin. Ja, er treibt die Kommunen dazu, durch die Schuldenbremse noch das Übrige zu tun. Die Kanalisation und Gebäude von Schulen in Duisburg und Bochum gehen Investoren zu. Das nur, um ein Loch zu stopfen, das nicht zu stopfen ist. Dessen Radius nur wächst durch den Zinseszinseffekt. Exponentiell, so wächst es jeder Mathematiker. Sagt dir, dieser Staatskredit ist einfach nicht rückzahlbar. Wir bluten aus bis zum bitteren Ende. Sie kürzen Hartz IV, Sozialleistungen und unsere Rente. Für ein schwarzes Loch von Banken geschaffen. Motiviert von dummen Politikern, die den Zusammenhang nicht raffen. Das geht raus an die Schlafschafe da draußen. Steht endlich auf und seht, dass ihr uns systematisch berauben. Kommt alle zusammen, wir müssen sprechen. Kommt, um die Macht der Banken zu brechen. Stopp, dem legalisierten Betrug, es ist genug. Und jetzt sind wir am Zug. Dem Moralapostel muss ich leicht widersprechen. Denn auf das, was sie tun, haben Banken kein Recht. Denn niemand hat sie gewählt. Ich will Legitimität. Und das Ziel kann nur sein, dass es sie so nicht mehr gibt. Mit der Macht ausgestattet, Geld so einfach zu schöpfen. Aus 5 werden 100, nur durch den Druck auf ein Klöpfchen inflationieren sie plötzlich durch ihr Geldmonopol. Unsere Währung, für die sich Arbeit da nicht mehr lohnt. Es ist doch wirklich ein Hohn, von ihnen Gewissen zu fordern. Denn sie operieren doch nur nach den systemischen Vorgaben. Und wer wirklich nachdenkt über Schulden, Erlass, wirft die Alfred Herrhausen um die Ecke gebracht. Angeblich war's dann die Rat, doch das Zentrum der Macht liegt bei Aspen, der Atlantikbrücke, deutsche Mafia, ich sag es klar, weil ich es unendlich leid bin, Artikel 14 Grundgesetz, jetzt die Banken enteignen. Kommt alle zusammen, wir müssen sprechen. Kommt, um die Macht der Banken zu brechen. Stopp, dem legalisierten Betrug, es ist genug. Und jetzt sind wir am Zug, am Zug. Ich finde es schön, dass es so viele gibt, die das endlich verstanden haben. Und ihr müsst euren Leuten Bescheid sagen, die um euch rum sind, die das noch nicht verstanden haben. Und die kriegt ihr auch noch hin. Und wir werden mehr. Sind wir mal hier, ganz kurz, der Busner.
nach Hamburg muss losfahren. Deswegen sammelt sich der Bus aus Hamburg irgendwie. Dann ist ein Portemonnaie gefunden worden. Sag mal, Jungs und Mädels, was macht ihr? Jens Eloas. Und irgendein Rucksack ist auch noch beim Sanitäterzelt abzuholen. Und jetzt weiter. Spaß. Gib mir ruhig mal ein bisschen Zeit. Hab gerade keine Fundstücke weiter. Ja, ich bin eigentlich sehr froh, dass ich Evelyn Hecht-Galinski heute hier gesprochen hat. Denn so viel von der Wut, die ich in mir habe, hat diese Frau rausgelassen, sodass ich, glaube ich, heute einfach nur die Musik sprechen lassen kann. Es ist einfach unglaublich. Ich habe dieses Interview gesehen mit dem Vertreter der israelischen Regierung, der nicht mal leugnet, was da passiert ist, dass die Israelis von Seeseite aus, und sie beschießen ja keine Zivilisten, dass sie von Seeseite aus den Strand beschossen haben und doch Zivilisten getötet haben. Mit Präzisionswaffen schießen auf den Strand. 4 Zivilisten, 4 fußballspielende Kinder. Das sind Sachen, da gehe ich kaputt bei. Und ich finde, man muss das hier auch sagen können, und ich sage es ja auch, und ich finde es gut, dass Evelyn Hecht-Galinski so klare Worte gesprochen hat. Diese Barbarei muss ein Ende haben. Einen Song vorspielen, der auf den Erfahrungen von meinem Freund Christoph Hörsel beruht, von dem ich euch schön grüßen soll, der heute leider nicht hier sein kann, und der im Gazastreifen Unglaubliches erlebt hat. Palästina, Paradies am Mittelmeer, heißt der Song. Schon vor der Grenzstation Rafah, Familien im Wüstensand auf die Rückkehr nach Gaza. Ja, man nutzt jetzt zur Vertreibung einen geschickten Trick und lässt sie ins Gefängnis Gaza einfach nicht zurück. Entrückt der Blick, als wir in unseren Bussen von den Grenzern gezwungen, unsere Türen zuzulassen. Erfassender Bild, das sich bot nach dem Halten. Notleidende, kärglich bekleidete Gestalten, deren Schall dann dumpf durch die Fensterscheiben drang. Wir verdammt ohnmächtig durch die Scheiben zu starren. Und ein Kind fing dann in seiner Mutter an zu weinen, als über meine Wangen gleich ein Fluss von Tränen ran. Ich sah mich um, Ohnmacht machte uns die Seelen schwer, und unser Bus versank in einem Tränenmeer. Was soll das quälen hier? Wer sorgt für diesen Druck, dass ein Muslim in Uniform auf seine Brüder spuckt? 3 Tage lang ließ man uns in der Hitze schmoren. Ich fragte mich, sind denn die Ägypter so verbohrt? Forcieren die Blockade ihrer eigenen Glaubensbrüder? Tja, es kommt Druck auf Geheiß des Weißen Hauses drüber. 10.000 drüben harten in der Hitze aus, warteten uns zu empfangen, doch wo sei da nichts daraus. Man fickte sich die Fahrer raus, nahm ihn in die Führerscheine und versuchte so, sie zur Umkehr anzutreiben. Wir würden niemals weichen, nahmen die Busschlüssel und würden da bleiben, selbst wenn wir zurück müssten. Allahu Akbar schreien jetzt Amerikaner, lass die Schikane sein und lasst uns endlich rein nach Gaza. Endlich nach 3 Tagen öffnen sie das Tor, gaben 24 Stunden bis zu unserer Rückkehr vor. Wir packten 100 Koffer, sie blockierten unsere Wagen und ließen uns all das Gepäck über die Grenze tragen. Medizin und Nahrung fanden ihre Rezipienten. Palästinenser nahmen uns die Waren aus den Händen. Völlig am Ende und doch ein Lächeln im Gesicht übermannte uns der Schlacht doch allzu lange nicht. Die Landschaft ist der stumme Zeuge der Verwüstung, umarmt uns zu ihrer unbarmherzigen Begrüßung. Es ist noch früh und der Bus geleitet uns durchs Land. Kein Gebäude, wo noch ein Stein auf dem anderen stand. Jede Wand durchsiebt von Hunderten von Schiffen. Strom, Wasser, Gas, Leitungen, alles ist verwüstet. Es gibt keine Särge, es gibt keine Spaten. Es gibt Tote, die seit Tagen in der Sonne lagen. Voller Unbehagen, sehr auf schwarze Leichname. Hohle Hüllen und innen fehlen Weichteile. Welche Waffen waren das, die hier zum Einsatz kamen? So berichtet mir ein Arzt aus seinem Einsatzwagen. Der Mann erlebte noch und er war schwer verletzt. Doch seine inneren Organe waren schon zersetzt. Er ist im Testgebiet für neue Tote.
nachts das Bild in seinen Träumen zu schaffen. Hagerland, Kriegsordnung und Genfer Konvention sind im Gazastreifen Fremde, die woanders wohnen. Es ist ein anderer Mond, der über Gaza steht, wenn sich das Elend nachts im Ghetto spät zu Bette legt. Hoffnung vergraben unter Wüstensand, du Paradies am Mittelmeer. In den Arm, die sich jahrelang sahen, Tränen trotzdem nicht und doch sind die Herzen warm. Wir erfahren von dem Wahn, der geschah über Weihnachten, als Bomben und Kugelhagel über sie hereinbrachen, sie klein machten, ihnen in ihre Basis nahmen. Es fehlt an Essen, Wasser, Strom, Gas, einfach an alle Mann. Hamas zu meiden war zuvor unsere Maxime. Jetzt stehen wir da und lauschen Ismail Hanier, Terrorisierer. Ein paar von uns sind schon begeistert. Was ist ein Terrorchef? Ist es anderen Bürgermeister würdig? Reiste für uns ein jüdischer Rabbiner, der nun mit seiner Tora auf dem Podium erschienen war. Und wie sah Hanier nun diesen Mann an? Und was er sprach, fand an allen Enden Anklang. Was man hier mit euch vorhat, ist verboten. So sagt es unser Buch, die Tora. So waren Moslems, Juden und auch Christen, Amerikaner, ich als Deutscher hintertreten für den Frieden Palästinas in perfekter Eintracht. Ein Beispiel leider, das in vieler Geist nicht reinpasst. Weiter in den Norden mit den Bussen übers Land. Zerstörte Orte, Moscheen, ein Gesetz im Brand. Empfand mit den Familien in Zimmern aus Trümmern. Stets befangen, sich um das Nötigste zu kümmern. Es hemmt die Gegenseite vehement den Wiederaufbau. Blockieren Baustoffe und Palästinas Seele Raubbau. Ich glaub's kaum, dies bizarre Paradies, was hier am blauen Mittelmeer wie in Ruin liegt. Wem obliegt es, den Himmel wiederherzustellen? Die Schwingung zu versöhnen, wieder mit den Meereswellen. Oh bitte, wer erhält Gemüter, lässt sie wieder scheinen? Lieber Friede, kehr doch bald in Palästina ein. Irgendwann muss doch mal Frieden sein zu den Leuten. Ich sehe, hier stehen ein paar Leute, die haben den Glauben daran zumindest nicht verloren. Es ist klasse, dass ihr hier seid. Es ist wirklich toll. Ja, ich habe einen neuen Song geschrieben. Ich kann den noch nicht. Ich muss den vom Blatt ablesen. Und zwar, der Widerstand. Der Widerstand, so wie er hier heute steht, wurde immer schon diffamiert, wurde immer schon diskreditiert. Und das war auch nicht anders. In der Vergangenheit. Und wir stehen auch nicht umsonst heute, am 19. Juli, hier auf diesem Platz. Denn genau morgen, vor 70 Jahren, hat Stauffenberg versucht, Adolf Hitler mit einer Bombe zu töten. Ja? Wir stehen in dieser Tradition des antifaschistischen Widerstands hier heute auf dem Platz. Ja, daran möchte ich mal erinnern, dass wir eine antifaschistische, eine Widerstandstradition haben. Ja? Und ich möchte natürlich euch als Motivation und auch den alten Kämpfern, auch den ganzen Ungenannten, diesen Song widmen, den ich erst gestern fertiggestellt habe. Und er heißt Für den Widerstand. Viel Spaß. Komm am Montag wieder nach Braunschweig. Ja. Du schickst das passt. Meine Rede. Zum 20. Juli. 20. Juli 1944, Stauffenberg platziert die Bombe, die dann explodierte, im Führerhauptquartier, ihr Ziel jedoch verfehlte, enttäuschendes Ergebnis.
Hitler überlebte. Schon am nächsten Tag starb der Widerstand wie Fliegen. Zwei Tage später halfen gar die Alliierten in der Radioübertragung. Nennt die BBC die Namen der Verschwörer, die bis dato noch nicht verhaftet waren. Ja, sie haben damals den Widerstand verraten. Wir hätten uns die letzten Kriegsjahre sparen können. Und heute feiern sie den D-Day in der Normandie. Es hätte niemand so weit kommen müssen. Peace. Es ist an der Zeit, dass wir aufstehen. Das ist für den Widerstand. Damit nicht wieder Tausende draufgehen. Das ist für den Widerstand. Ey, zusammen können wir es mit ihnen aufnehmen. Das ist für den Widerstand. Wir müssen kämpfen, niemals aufgeben. Das ist für den Widerstand. Was waren die Worte des Briten Außenminister Eden, als Bonhoeffer sich mit Bischof Ball traf in Schweden? Sinngemäß war der Vater soll zur Hölle fahren, keiner Zeit bereit Support zu leisten für den Widerstand. Und als Tsunami in den USA war, gab's den Arschtritt, so wie auch für Harnack. Sie waren allesamt zu Gast bei Alan Dulles, dem Chef des OSS in der Schweiz, ja. Roosevelt wusste bestens Bescheid, auf Deutschland brechen, so scheint, sollte wichtiger sein. Kriegsanleihen sind ein Robert wert, wenn der Feind am Boden liegt. Bedingungslose Kapitulation war die Priorität. Erzählte niemals, dass der Holocaust im Gange war. Sie wollten ihn sogar für ihre Propagandaschlacht. Den Alliierten war es klar, 41, was da geschah in den Lagern und was passierte nicht. Es ist an der Zeit, dass wir aufstehen. Das ist für den Widerstand. Nicht wieder Tausende draufgehen. Das ist für den Widerstand. Und hey, zusammen können wir es mit ihnen aufnehmen. Das ist für den Widerstand. Hey, wir müssen kämpfen, niemals aufgeben. Das ist für den Widerstand. Das ist für den Widerstand. Für Stauffenberg, für von Trotzesold, für Dietrich Bonhoeffer und für Sophie Scholl. Für all die Namenlosen, die damals ihr Leben ließen. Für die Sozialdemokraten, Kommunisten, Christen. Wir müssen uns erinnern an die Helden dieser Tage, dass ihre Taten niemals in Vergessenheit geraten. Dass sie uns warnen und mahnen für alle Zeit. Wir der Gefahren gewahren, vollkommen gleich in welchem Kleid sich der Teufel zeigt. Wir müssen wachsam sein, denn unser Feind hat sein Braun entlang abgestreift. Wie kann das sein, dass dieser Glaub uns eingab? Wir sagen Nein zu jedem Auslandseinsatz. Wir stehen auch wenn ihr uns klein und Lügen streut in drei Tage Schau und drei Satz. Wir bleiben hart, trotzen eurer Feindschaft, solange bis euer Truggebäude einkracht. Es ist an der Zeit, dass wir aufstehen. Das ist für den Widerstand. Damit nicht wieder Tausende draufgehen. Das ist für den Widerstand. Können wir es mit ihnen aufnehmen? Wir sind der neue Widerstand. Wir müssen kämpfen, niemals draufgehen. Ihr seid der neue Widerstand. Dankeschön. Die Gottfreunde, vielen herzlichen Dank. Diese normale Festival-Party.